Heute reden wir über das Zölibat. Über das Zölibat wird viel geredet, aber es zu verstehen fällt schwer. In etymologischer Hinsicht erschließt sich das Wort problemlos. Es geht auf das lateinische Substantiv Zölibatus zurück, das bedeutet Ehelosigkeit. Warum sich aber der Klerus entschieden hat, ehelos und wie behauptet wird, keusch zu leben, das bleibt im Verborgenen. Was kann einen gesunden, erwachsenen Mann dazu bringen, auf die wunderbaren Erfahrungen des Liebeslebens zu verzichten? Der oft nur scheinbar enthaltsame Priester wird für die Einschränkung seiner vermuteten Entsagung sexueller Freuden von denjenigen, die auf ein Leben unter natürlichen Bedingungen nicht verzichten wollen, besonders geachtet. Sollte das der einzige Grund sein? Sollte das Bestreben, sich über die allgemeine Bewunderung eine besondere Stellung in der Gesellschaft zu erwerben, um dem honigsüßen Gefühl bewundert zu werden, ein Leben lang saugen zu können, wirklich die einzige Motivation sein? Für einige mag das sogar zutreffend sein. So wie sich Zirkusakrobaten abmühen, nur um der Bewunderung willen, völlig sinnlose Kunststücke einzuüben. Welchen Sinn hat es denn, wenn jemand auf einem Stecken einen Teller rotieren lässt, den er sich dann auf das Kinn setzt, danach noch zwei weitere Stecken mit drehenden Tellern in jeder Hand präsentiert und anschließend auf eine Kugel steigt. Das Kunststück ernährt vielleicht sogar seinen Mann, aber dafür wird es nicht eingeübt. Es ist die Bewunderung, die manche Menschen zu ihrem Wohlbefinden mehr brauchen als alles andere. Das gleiche Gefühl erfüllt den Spitzensportler, wenn er sich auf das Siegerpodest stellen darf, obwohl er vielleicht nur einen Bruchteil einer Sekunde schneller war als seine Konkurrenten. Und nun besteht dennoch ein Unterschied zwischen den Leistungen der Akrobaten und Athleten einerseits und dem im Zölibat lebenden Priester andererseits. Ob der Akrobat oder Sportler, meinetwegen auch der Popstar, seine Kunststücke wirklich beherrscht oder ob er mogelt, das kann jeder sehen. Ob der Priester seinen Geschlechtstrieb tatsächlich beherrschen kann, erfährt man nur selten, nämlich nur dann, wenn man ihm zufällig hinter die gottesfürchtig dargebotene, scheinbar weltabgewandte Fassade schauen konnte, wenn es zu einem Skandal kommt. Kommt es dazu, ist die Entrüstung groß. Man ist bemüht, die Verfehlung entschuldigend als bedauerlichen Einzelfall abzutun. Wer Boccaccio de Cameron gelesen hat, misstraut der These vom Einzelfall sofort und er tut gut daran. Verständnislos fragt sich der Normalbürger, wie sich eine so unnatürliche, zwanghafte Verhaltensvorschrift bis in unsere Tage halten konnte. Und er fragt sich natürlich auch, wie sie überhaupt zustande gekommen war. Was bringt den Kleriker dazu, das Gottesgebot seid fruchtbar und mehret euch ins Gegenteil zu verkehren? Gibt es Gründe, die stärker wirken als die Worte der Heiligen Schrift? Die Gründe sind offensichtlich. Welcher Mann, bitteschön, wird sich für einen Beruf entscheiden, der ihm den Verzicht auf die sexuelle Vereinigung mit dem anderen Geschlecht lebenslang zur Auflage macht? Wer wird sich in eine Männergesellschaft begeben, die das weibliche Element grundsätzlich negiert? Doch wohl in erster Linie der homoerotisch gepolte Mann. Daneben sind die an das Zölibat gebundenen Institutionen offensichtlich auch für Verhaltensgestörte anderer Art attraktiv. Da braucht man nicht zu protestieren. Wer sich völlig anders verhält, als es dem natürlichen menschlichen Verhalten entspricht, ist verhaltensgestört. Nun könnte man sagen, das sei doch gar nicht so schlecht, wenn sich die Homoerotiker und Verhaltensgestörten in einer gleichgearteten
geschlossenen Gesellschaft zusammenfinden. Da sind sie unlassig. Wenn das so wäre, dann wäre das ja vertretbar. Aber wenn ausgerechnet diese emotional absonderliche Gruppe eine entscheidende Rolle bei der Kinder- und Jugenderziehung innehat, dann wird die Sache bedenklich. Das Zölibat erwuchs aus der kirchenpolitischen Absicht, die Geistlichkeit möglichst unabhängig gegenüber Volk und Staat zu einem gefüglichen Werkzeug hierarchischer Herrschaft zu machen. Es sollte eine Machtkirche nach dem Vorbild des ägyptischen Pharaonenkultes geschaffen werden. Als ein Hilfsmittel dazu kann das Zölibat gelten. Auf den ersten Blick kann die Ehelosigkeit nicht biblisch begründet werden. Die ursprüngliche theologisch-philosophische Begründung ergibt sich großenteils aus der im Gebiet um Edessa gepflegten Auslegung des apokryptischen Thomas-Evangeliums. Wenn auch kein sicheres Datum angegeben werden kann, so weiß man doch, dass das Christentum sehr früh in Syrien Fuß gefasst hat. In Edessa ist für das Jahr 2001 die Existenz einer christlichen Kirche nachweisbar. Es muss also schon zuvor eine Christengemeinde gegeben haben. Dass ein großer Teil der heidnischen Priesterschaft aus freiem Willen zum Christentum übergetreten war, können wir historischen Texten entnehmen. Doch weder Abgar der König noch Attai der Apostel zwangen auch nur einen einzigen mit Gewalt an Christus zu glauben. Denn ohne dass ein Zwang vom Menschen ausging, zwangen die Zeichen viele an ihn zu glauben. Der Tenor der Doktrin des Attai lässt das Bemühen erkennen, Aufschluss über den Ursprung der syrischen Kirche zu geben. Mit der Anweisung des Apostels Thomas, den Edessern das Evangelium zu bringen, bekam dort das Christentum in jener Zeit wichtige apostolische Grundlagen. Im Jahre 250 wurde Edessa Teil des Römischen Reiches. Damit begann ein langsamer Prozess der Angleichung an das im Westen herrschende Verständnis der Christusbotschaft. Trotzdem ist festzustellen, dass sich das syrische Christentum bis heute gewisse eigenartige Züge, die von den Anfängen geprägt sind, bewahrt hat. Schon in der Anfangszeit des stark jüdisch beeinflussten syrischen Christentums suchte man nach Erklärungen für die Verhältnisse der Gegenwart. Die Erklärung musste in der Urzeit liegen. Es sollte eine Antwort auf die Frage nach dem wahren Menschsein gefunden werden. Der Mensch musste den Weg zu sich selbst zurückfinden. Bei diesem Blick nach rückwärts gelangte man zwangsläufig zu Adam. Adam wurde den griechischen Denkansätzen zufolge als eine historische Person betrachtet. Aber dieser historischen Person unterstellte man himmlische Herkunft. Weil er als sterblich galt, wird er zu nichts weniger als einem himmlischen Genius. Als solchen stellte man ihn sich nicht einfach in einem sterblichen Leib gefangen, sondern mit einem strahlenden Licht gleich umhüllt vor. Man glaubte, die von ihm ausgehende himmlische Herrlichkeit überträfe an Helligkeit die Sonne und erleuchte die ganze Welt. Adam war als Gottes Ebenbild geschaffen, somit göttlicher Inhaber aller Macht auf Erden. Für Adam und Eva gab es zur Zeit des Aufenthalts im Paradies keine Veranlassung zur geschlechtlichen Vereinigung, weil die Sorge um die Erhaltung der Menschheit nicht gegeben war. Durch den Sündenfall, den Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot, wird ihnen das himmlische Lichtkleid entzogen. Nun erkennen sie ihre Nacktheit. Sie müssen sich statt des Lichtkleides mit dem fleischlichen und von da ab sterblichen Leib abfinden. Infolge dieser Erkenntnis wurde die sterbliche, menschliche Hülle als etwas Minderwertiges angesehen. Sie waren nicht mehr als nur ein Notaufenthalt,
für die Zeit, da der Mensch in seinem irdischen Zustand verweilt. Aber in dieser Übergangsphase des Verweilens auf der Erde bis zur Einkehr ins Paradies waren nun Adam und Eva gezwungen, das menschliche Geschlecht zu erhalten. Sie mussten deshalb den Geschlechtsakt vollziehen. Adam ist zwar seit dem Ungehorsam seiner himmlischen Attribute entkleidet und verliert damit einen Teil seiner selbst. Aber man stellt sich vor, dass er dennoch in seinem Wesen dasselbe bleibt. Er hat sein Lichtkleid verloren, aber er kann es wieder gewinnen. Er kann auf Erden sein Leben verlieren, aber er kann es mit der Rückkehr ins Paradies wiedererlangen, und zwar auf Ewigkeit. Die Rückkehr ins Paradies ist nichts anderes als die Wiederherstellung des alten Zustandes.